Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Horizon Zero Dawn. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier eine Graserherde entdeckt und ich habe mir gedacht, zur Feier des Tages könnten wir eigentlich die zerpflücken, die Herrschaften. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Graser können wir übernehmen. Muss ich mal hier in das hohe Gras. Den Kasper müssen wir ausschalten. Da gibt es sicher noch einen zweiten. Den versuchen wir allerdings leise auszuschalten. Dafür brauchen wir die Spur. Perfekt, der läuft genau vor uns vorbei. Das heißt, mit einem stillen Schlag kennt man den eigentlich beseitigen. Damit dürften wir die restliche Herde auch nicht aufscheuchen. Oh, wie sie da schüttelt. So, wieder schnell zurück ins Versteck. Der ist da nur umgefallen. Hat eh keiner gesehen. Doch, der hat's gesehen. Der kleine Hosenscheißer, der Hurensohn. Dann übernehmen wir den ersten. Ich glaube mit Dreieck war das. Dreieck, Dreieck. Ja. Ah, pflückt nur die Scheißpflanze. Und den übernehmen wir auch noch, dass der eine nicht allein nicht kämpfen muss. So, die haben sie eliminiert, das ist schon mal klasse. Und wenn der sie da verpfeift. Oh, wie er humpelt. Du bist am Ende. Mit dem letzten Pfeil tatsächlich. Okay, dann sammeln wir den ganzen Schmodder jetzt mal ein. Ein weiterer Tag ist vorbei. Das freut mich für dich. Ja. Sehr schön. Da liegt noch ein Viecherl. Der war gar nicht so schlecht, der eine, den wir da genommen haben. So, in die Richtung geht's weiter. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen.
Wäre natürlich jetzt hilfreich, wenn ich hier irgendwo Gras hätte, wo ich mich drin verstecken könnte. Weil sonst funktioniert ja mein Plan nicht. Der eine ist schon alarmiert. Müssen wir mal gucken, wie die Situation von oben ausschaut. Wenn es hier kein Gras gibt, ist das natürlich echt doof für mich. Ey, man steckt den Kopf über die Klippe und schon ist man erblickt. Was macht man da? Gut. Gucken wir uns mal an, wie weit wir schon drin sind in der verdorbenen Zone. Wenn wir großzügig da ausweichen, müssten wir auch näher kommen können. Da haben wir ein Blütenfeld. Das versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Mal schauen, wie viele Schläge so ein Graser-Ding braucht, bis es keinen stillen Schlag bei die Viecher. Kommen wir mal ein Stückchen näher. Na, das ist easy, das kriege ich auch. Komm her, Schatzi Popsi. Ich bin's, dein Kumpel. Mein Hund guckt, der hört sogar das Pfeifen durch die Kopfhörer, obwohl ich die auf habe. Na, wo fährst du hin? Ah, Metallbrand. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Ja, apropos, wir müssen ja dann... Ne, das machen wir alles in Meridian. Meridian wird sowieso wieder eine sehr unterhaltungslastige Folge dann werden. Weil, das hat mir mein Kumpel schon gesagt, da gibt es recht viel zum Quatschen. Allerdings... Ist die schon aufgeräumt? Wir haben gar keine Nachricht gekriegt. Das waren nur drei Viecher. So, dann würde ich sagen... Was ist das da noch? Eine Banuk-Figur. Meine Güte, was es hier alles zum Sammeln gibt. Dann würde ich sagen, nächster Stopp ist das da. Da würde ich nicht hin. Das sind schon wieder solche Riesendinger.
Da ist mein Skill nicht wirklich ausreichend dafür. Der geht jetzt zur Tortie. Okay. Und wo gehst du hin? 2 Meter in die Richtung. Gut, ich komme hinterher. Kopf in den Sand. Dann lassen wir euch wieder kämpfen. Dreieck, gell? Ja. Komm, schneller, 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 schneller. So, ich verstecke mich wieder. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Auf sie mitgebrüllt. Bam, von der Seite. Ein One-Hit-Wonder. So kann man natürlich auch an Lowe und so ein Zeug kommen. An Loot. Das gehört jetzt mir. Ja. Was macht denn er da? Was hat man wissen, ist der Arsch bei mir? Was ist das da? Das sind alles Graser. Der dreht sich um? Wie bist denn du drauf? Und jetzt auf sie mit gebrüllt, so wie dein Kollege das gemacht hat. Der war perfekt, das war ein One-Hit-Wonder. Nicht gucken, angreifen. Das nehme ich mit. Na, wie der noch wegrodelt. Hey, komm zu mir. Und jetzt pfeift, kommen beide. Ich kann gar nicht pfeifen. Schön leise jetzt. Achso. Gut, alles klar, wir sind leise. Probieren dürfen wir sie. Oh, jetzt ist er traurig. Oh, mir tut alles weh. Das wäre geschafft. Und der ist auch traurig. Schaut euch das an. Na komm her. Gut, komm. Wir mischen den Rest jetzt auf.
Wie viele Viecher kann er eigentlich übernehmen? Du machst den aber jetzt nicht kaputt, ja? Der gehört mir, den habe ich gerade angelockt. Ein Baum umgerissen. Ist ja ein Killer. Meine Güte. Achso, die telefonieren untereinander anscheinend. Und die geben sich gegenseitig dann Bescheid, wo es was zu tun gibt. Der hupft ein bisschen unkoordiniert durch die Gegend, oder? Coole Sache bleibt es trotzdem. Okay, der hat ihm jetzt... Ja, der hat ihn jetzt beobachtet. Oh, der kämpft auch noch für mich. Na dann. Und wenn er nicht gestorben ist, dann killt er heute noch. Ist ja interessant. Ist ja geil. Wie viel haben sie denn da jetzt da weggemacht? Aber man weiß aber nicht, welcher dann zu einem selbst gehört und welcher noch immer der Feind ist. Aber es ist cool, dass man mehrere... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, ja. Es ist cool, dass man mehrere übernehmen kann. Gleichzeitig. So. Oh, schön. Ich kann jetzt schon eine dritte Ebene aufmachen im Beutel. Ist das? Wo haben wir das vorher auch gehabt? Ne, ich glaube nicht, gell? So, was haben wir jetzt da noch? Ah, jetzt zeigt man hier jetzt wieder so eine Jägerloge an. Ein Dorf, ein Lagerfeuer. Wollen wir uns das antun? Was haben wir da für ein Vieh? Also das war die Banuk-Figur. Ja, Jägerlogen, Leute, das werde ich wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren schaffen. Und ihr wisst auch warum. So, dann. Wo ist denn das nächste Grünzeug? Thank you.
Breitkopfen, das hätten wir eigentlich killen können, oder? Ah, können wir übernehmen. Gut. Erster. Den ersten habe ich schon fast gekillt. Sehr gut. Die anderen kümmerst du dich, ja? Das ist jetzt ein Gag, oder? Hui! Mein Pferdchen! Aha, da drauf erst! Das war ein Fehler! Das wissen wir! Du kämpfst also nicht! Ah, ich hab mir gedacht, der kämpft! Wo ist denn der R2-D2, oder? Ah, jetzt fangst du schon an? Dann kann man jetzt mal einer erklären, warum der nicht gleich von Anfang an gekämpft hat? Ich dachte, der legt gleich los. War ja das komplett für ein, ja, was soll ich denn dazu sagen? Haben wir da vielleicht Fische drin? Zufällig? Dann können wir nämlich hier gleich ein bisschen jagen. Nein? Keine Fische! Da ist ein Rufzeichen, da werden wir hingehen. Warum? Weil Rufzeichen bedeuten nämlich Nebenquests und wir wollen ja keine Nebenquests verpassen, oder? Was ist das da? Ja Leute, ich sehe das nicht. Was ist das? Ein Breitkopf, der ist aber schon beschädigt. Gut. Ist aber nur einer, oder? Genau, komm her. Komm her, Schatzi Pupsi. Auch wenn du ein schlechter Kämpfer bist, ich übernehme dich trotzdem. Oder soll ich dich killen? Du bist schon fast kaputt. Ich glaube, ich kill dich. So. Hier hoch, das heißt, ich glaube, es geht links rum. Kann ich da hochlatschen. Ja, ja. Ich hab gesagt, ja, ich weiß, ich hab gesagt, wir fahren, wir gingen nach Meridian. Ein guter Tag, um drinnen zu bleiben. Naja, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt hier noch. Und dann fangen wir das nächste Video an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so sei, wisst ihr, wie ihr mein Projekt unterstützen könnt. Nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Schon mal danke dafür. Na, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.